Hallihallo, hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Planet Coaster. Was ihr jetzt gerade nicht mehr bekommen habt, ist, ich habe hier einen weiteren Weg entlang gezaubert. Und bei diesem wunderschönen Weg werden wir jetzt anfangen, hier in diesen Bereich, diesen wunderschön gestalteten Bereich, noch ein bisschen mehr abzugewinnen. Und zwar werden wir hier eine weitere Bahn reinbauen. Und zwar... Ja, also ihr dürft entscheiden. Mir ist es egal. Hallo, Wolters. Ihr dürft euch entscheiden. Kommt jetzt hier eine Baumstammrutsche rein oder eine Raftingbahn? Rafting. Alles klar. Wir bauen die Raftingbahn. Ich hoffe, die Kurve... Ja, das wird wahrscheinlich nicht passen. So, jetzt muss ich mich aber tatsächlich hier erstmal ein bisschen mit auseinandersetzen. Ich habe noch keine Ahnung, das ist ja relativ neu erst drin. Was haben wir hier? White Section. Aber die brauchen wir nicht. Drop End. Verdammte Axt. Ich habe keine Ahnung, wie man so ein Ding baut. Wieso kann ich das da nicht platzieren? Ich probiere jetzt gerade einfach erstmal irgendwas aus. Okay, das ist das Zeugs. Was gibt's hier noch? Okay. Okay. Wieso hat er das jetzt nicht gebaut? Mal gucken, dass ich hier mich nicht überschneide, aber das müsste eigentlich komplett hinterm Wasserfall hergehen.
Ich glaube, jetzt muss ich wieder mit der anderen Kamera arbeiten, sonst komme ich nicht mit zurecht. Okay, das Bauen im Berg an sich ist vielleicht doch nochmal eine Spur schwieriger. Ah, jetzt habe ich es wieder. Den Hügel. Kriege ich hier den Lifthügel eventuell schon direkt rein? Könnte auch schon fast passen, ne? Ich jetzt gerade wüsste, wo ich bin. Ah, da. Okay. Na toll, jetzt ist sie natürlich zu Ende. Ist irgendwie alles noch ein bisschen merkwürdig hier. Vor allem, weil wir jetzt hier über den Rand drüber gucken. Das ist ein bisschen blöde. Das heißt, das, was ich hier mache, ist gerade totaler Humbug. Wir starten am besten relativ hoch mit dem Lifthügel. So, dass wir das Ding im Prinzip hier drin bauen. Hier drin ist ja noch nichts, außer halt der Beschleunigungstunnel. Da müssten wir eigentlich noch ohne Probleme was reingebaut kriegen. 32. Hier ist eine Achterbahn 32. Ist das die? Ja, das ist 43. Ist das 32? Ja. Die hat doch gar keinen langen Warteschlangenbereich. Was ist das für Quatsch? Was du meinst? Ich habe schon wieder nicht auf Start gedrückt, oder? Ich vergesse es jedes Mal, das ist echt ein Traum. Ja, das ist natürlich eine sehr lange Warteschlange, vor allen Dingen, wenn hier zwei Bahnen fahren. Freunde, ich glaube, ihr seid ein bisschen doof. Und irgendwie macht das Ding hier nur noch Minus, oder? Ha. Warum mögt ihr das denn nicht? Das kostet doch nur 5 Dollar. Mögt ihr das für 3 Dollar? Ich weiß es ja nicht. Hallo Battle Master. So, das ist ja alles Berg. Hier ist ja nichts irgendwie, was jetzt gerade das behindern würde. Das große Problem ist, das Ding, das braucht so viel Platz, ne? Aber wahrscheinlich die auch. Ja, die braucht etwas weniger, aber das spielt eigentlich keine Rolle. Gucke mal, ob ich den Berg hier wieder weggenommen kriege von der Seite. Okay, kriege ich tatsächlich, und das sieht jetzt irgendwie echt ein bisschen gruselig aus hier. Hauptsache, wir kriegen die Bahn hier hin, ne? Dann können wir jetzt hier hinten nämlich dann einmal komplett hochziehen. Das sieht vielleicht echt ein bisschen sehr blöd aus. Aber naja gut, ich guck mal, ob das funktioniert. Das werde ich dir gleich zeigen, wo die Warteschlange hinkommt.
Okay, das ist echt blöde hier. Das ist einfach so unglaublich platzraubend. So, schade, weiter geht's nicht. Dann ich den Rest eben wieder hiermit auffüllen. Ich weiß, dass ich das auf Deutsch machen kann. Das habe ich nur vorhin, als ich angefangen habe, vergessen und ich wollte jetzt nicht unbedingt wieder umstellen. So, dann werden wir jetzt dabei bleiben, dass wir das hier machen. Allerdings werden wir das Ding hier ein bisschen höher setzen. Kann man das nicht weiter steil ziehen? Oh, passt nicht, ne? Na gut, dann müssen wir das wieder ein bisschen hier rüberpacken, ne? Ist ja kein Problem. Wir haben halt ja, ne? Bevor ich erst gleich anfange zu meckern, ich weiß schon, was ich hier tue. Hoffe ich. Ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade tue, um genau zu sein. So, das lassen wir jetzt erstmal hier und jetzt wird nämlich dieser ganze Mist jetzt erstmal eingepackt. Macht dann das Boot. Ja, jetzt bin ich schon wieder verwirrt. Hören Sie auf, mich zu verwirren. Genau falsch umgebaut, das Ding, ne? Okay, da passt es jetzt gerade nicht hin. Das heißt, wir müssen hier ein bisschen tricksen. Ich habe schon wieder die blöde Steuerung. Ich kriege hier noch einen Helm. So. Das heißt, wir müssen hier wieder ein bisschen von dem Terrain wegsnipseln. Zumindest temporär. Sonst kriegen wir hier... Upsi!
Sonst kriegen wir halt das Warteschlangen-Dings nicht genug hin. Das kriegen wir gleich schon so hin. Mache ich mir jetzt gerade gar keinen Kopf drum. Ich habe schon einen ziemlich genauen Plan im Kopf, wie ich das gerne machen möchte. Oder wie das nachher auszusehen hat. Ich ärgere mich nur jedes Mal darüber, dass immer wieder hier die falsche Seite ausgewählt wird. So, und da möchte ich jetzt ganz gerne noch einen weiteren Anstellbereich dran haben. Und jetzt passt es auch mit der Seite. Das ist sehr schön. So, können wir das jetzt hier rüberziehen? Ich hoffe, es kommt stark. Ich hoffe, da sind jetzt hier 5 Bahnen drin. So, wo haben wir es denn? Da. Hier drüben ist alles supi, ne? Ja, passt. Was muss ich manuell adden? Ja, ja, natürlich habe ich die gestartet. Also das vergesse ich schon noch nicht mehr. Das kriege ich so gerade eben noch hin. So, mal eben schnell die Achterbahn hier, beziehungsweise die Dings verpacken. So. Ah, hier hätte ich noch ein bisschen höher machen können. Mache ich auch mal eben. Weil ich möchte jetzt als erstes mal den Weg hier anschließen, den normalen.
So, wo geht's denn da jetzt hin? Das bleibt natürlich nicht so, das wird natürlich alles noch ein bisschen weiter angeglichen. Jetzt möchte ich natürlich erstmal mit der Warteschlange anfangen. Sonst haben wir nämlich hier ein Problemchen. Geh nicht auch mal einen Meter weit? Gut, müssen wir auch mal wieder ein bisschen Terrain wegballern. Vielleicht ist es doch ein bisschen sehr dicht an den Bahnen dran. Das ist jetzt tatsächlich hier das Gestein. Ich glaube, das ist das Gestein tatsächlich. Müssen wir da mal ein bisschen was wegnehmen. Bin mal gespannt, ob es das wird. Das ist ein Weg, ey. Aber andersrum, das passt ja irgendwie dazu. Zum Thema. Ich nehme jetzt hier nochmal ein bisschen was von dem Terrain weg. Ich hoffe dann mal, dass es jetzt gleich vielleicht nicht ganz so kacke aussieht.
Wieso passt denn das hier nicht? Verdammte Axt. Ich will, dass das passt. Ob da wirklich schon das Ende ist? Ne, das ist nicht das Ende, ne? Ne, hier könnte der theoretisch noch durchbauen. Ich muss ja halt ein bisschen mal von der Bahn wegkommen. Sonst bin ich hier, glaube ich, nur noch am Wursten. Dann haben wir mal ein bisschen Terrain weg. Aber wenn ich das fertig habe, ne, dann mache ich aber euch drei Kreuze. Und nochmal 50 mehr. So, das Gerät bimmelt gerade, was mir bedeuten möchte, dass wir schon wieder am Ende der Folge angekommen sind. Deswegen sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge hoffentlich wieder. Bis dahin alles Gute und tschüss!